Willkommen am Landgut Altenhof, wie immer mit dem Dr. X. Moin, meine Freunde. Dem Manikus. Hallo. Und den sprachlos machenden Topper. Mahlzeit. Natürlich mit mir, dem Papa Flick. Hier hat aber einer geschlampt. Naja, gut, okay. Nee, das ist mit Absicht. Das ist mit Absicht, achso, okay. Wer möchte denn jetzt als nächstes? Ich glaube, der Manikus, ne? Wenn, was ist jetzt umgeflogen? Das war nur eine leere Bierflasche. Okay. Ja, nee. Wusste ich doch, du trinkst während der Arbeit. Ich? Na, niemals, würde ich nie tun. Der Mann ist übrigens leer, Doc. Er ist leer? Wieso weißt du das? Weil du dich gerade in mich entleert hast. Oh, oh. Was, er hat sich in dich entleert? Das möchten wir jetzt aber bitte nicht im Detail erfahren. Genau. Ich habe mit dem Anhänger neben ihm gestanden und er hat seinen Inhalt seines Dreschers in mich entleert. In deinen Anhänger, meinst du? Ja, habe ich ja gesagt. Okay. Weiß nicht, was ihr da so? Ja. Das kann man auch wieder eindeutig, zweideutig wieder. Das war jetzt gar nicht gut, Topper, was du da gesagt hast. Nee. Was denn? Nee. Ich wusste es doch immer. Nein. Wir verstehen auch immer alles falsch. Aber wir könnten aber, wenn. Wir verstehen das schon. Oh, Leck. Und noch einmal ein Leck. Was ist denn da jetzt alles kaputt? Wieso habe ich jetzt Lecks? Ja, weil das auch so lecker ist hier. Ah, hat sich wieder. Ist wieder in Ordnung. Hat sich wieder ausgeleckt. So, Papa, der nächste Hänger, was vielleicht voll ist, könnte man verkaufen fahren, ha? Wäre das eine Idee, dass wir wieder in Plus kommen, weil wir sind mit 7-2 in die Miese. Jo, mach ich. Bitte. Ja, dann mach du das mal. Du hast den schnelleren Trecker. Und außerdem weißt du, wo die Verkaufsstellen sind. Ich weiß das doch wieder nicht. Ach, und ich weiß jetzt Feld auch 38, nicht, oder? Bitte? Irgendwo am Feld 38, oder? Du, wir haben genügend Verkaufsstellen, nicht nur am Feld 38. Wir sind etliche. Ja, aber das ist das Einzige, was ich jetzt weiß. Und das blinkende Etwas da unten. Das ist die Silage für die BGA, die was wir ja nicht haben. Richtig. Und wenn wir sie haben, Kühe sind erstmal wichtiger. Jetzt stell dir vor, der Detlef spielt wieder mit, der was immer noch krank ist, leider, Freunde. Und der Altbürgermeister kommt am Hof und die Kühe beschweren sich bei ihm. Na, was glaubst du, was dann los ist? Naja, obwohl, wenn die Silage kriegen, dann beschweren sich ja erst recht. Dann sind sie ja den ganzen Tag nur am Rumhülpsen. Von dem Biogas und so, dem Methan. Das muss ja irgendwie Rülps raus. Rülps. Naja, aber das sammelt ja der Detlef-Fan, mit denen beheizen wir unseren Hof, ne? Ach so, deswegen müffelt das bei mir im Schlafzimmer und so. Ich dachte, das liegt an den ungewaschenen Socken. Na gut. So, okay, du meinst also, ich soll mal mich wieder um den Money kommen kümmern, da? Nee, das hat der Topper schon gemacht. Ja. Du könntest beim Papa bleiben, wenn du möchtest, wolltest, gut, könntest. Dann bleib ich beim Papa. Wow, volle und, Kanne. Ja. Volle Kanne. Ich hab's gesehen. Volle Kanne. Was? Da ist wieder so ein besoffener Baum mitten auf die Fahrbahn gesprungen, ja? Auf die Fahrbahn, ne? Ich bin schon wieder zwei weg, dass ich das gesehen hätte. Ich hab's gesehen. Ja, das ist schön für dich. Ja, du kannst das ja in meinem Video sehen. Da kannst du auch sehen, wie der Baum auf die Straße gesprungen ist. Hat ich glaub dir alles, aber nicht das. Ja, doch, das kannst immer du sehen. Alles auf den Baum in meinem Video kannst du das sehen. Gib's doch gleich auf, Schwör ich da, dir. Da war ein Stein. Ich schwör. Alter, ich schwör, voll ey. Wenn du nix glaubst, dann komme mein Bruder. Alter, ich schwör ey. Also das war ja zeitlang, war das seine Dings von der Jugend, ja. Alter, ich schwör. Ja. Boah, ich glaub, die springen auch wirklich beim Fußball, das war sowas von, boah. Du, ich hab eine Zeit lang habe ich ja halt in der Schule gearbeitet und da war dann auch so eine Truppe, so, boah, wie alt waren die, 12, 13, 14, sowas in dem Dreh. Und andauernd. Und ich bin ein Kurde. Ging's dann los. Ja und? Bin Ossi. Ja, es ist ja, wirklich, es ist total schlimm gewesen. Vor allen Dingen das Schlimme ist ja, das war so eine Dreierklicke und keiner von denen war Kurde. Erste. Na, vor allen Dingen,
währenddessen in der Klasse waren halt noch zwei andere Kurden und die haben sich einfach nur immer angeguckt und den Kopf geschüttelt, ne? Was das soll. Oder kennst du diesen Spruch, hey Alter? Kennst du das, ne? Ja, klar. Ja. Ja, das ist jetzt wieder voll in Mode. Ja, ja, das sage ich ja auch andauernd zu meinem Papa. Hey Alter, hey Alter, mach mal Portemonnaie auf, gib mal Kohle her. Und was sagt der Papa? Der kommt mit einem Fleischermesser. Nö. Nö. Meistens macht er das Portemonnaie auf und sagt, tu erstmal was rein. Ja, du musst einmal zu dem Papa gehen und musst sagen, du Papa, ich habe Lotto gewonnen. Und wenn der Papa sagt, na, dann mach meine Brieftasche voll, ja, dann legst du dem Lotto so ein Centstück rein. Ist voll. Oh. Nein, ach Quatsch. Nee, Spaß beiseite. Das ist. Nee, ich finde aber dieses, also muss ich mal ganz ehrlich sagen, um da jetzt nochmal so ganz kleinen ernsten Schlag reinzubringen, aber wir haben es ja nun eigentlich schon angesprochen, dieses absichtlich von einigen Leuten dieses Assi-Sprech an den Tag zu legen und so wirklich absichtlich einen auf Assi zu tun, finde ich persönlich einfach unmöglich. Ja, das stimmt. Ne? Vor allen Dingen sind ja eigentlich nur Nachmacher. Ne? Damit fängt einer an und das bleibt irgendwie im Gedächtnis, ne? Damit dann irgendwann einmal was ist. Ne? Naja, ja, das kommt von solchen Typen wie hier Kaya Jana und sowas, diese angeblichen Komiker. Jo. Diese Leute, über die man angeblich lachen kann. Ich weiß nicht, ich finde die nicht lustig, aber naja, egal. Ja. Geschmäcker sind halt verschieden, ne? Ja, natürlich, klar. Genauso wie ich über einen Mario Barth nicht lachen kann. Trotzdem macht der Stadion voll. Von daher macht er schon irgendwas richtig. Ja, natürlich. Du, das, was glaubst du, wie viele da eigentlich sagen, dass der Stefan Raab, der geht überhaupt nicht, ne? Aber ich finde, er ist nicht so schlecht. Und ich finde, er hat das, was er machen tut, hat Hand und Fuß, weil sonst hätte er nicht so hohe Zuschauer. Ganz genau, das ist nämlich der Punkt. Irgendwas muss halt dran sein, was der Typ macht. Und, von daher hat er schon irgendwo recht, aber mein Fall ist es nicht. Es ist nicht meine Art von Humor, es ist nicht meine Art von Unterhaltung. Ja, wie gesagt, also man ist sicher recht gern über den Elten, den finde ich recht witzig. Ja, der ist tatsächlich und, cool, finde ich. Das, was ich so total genial von ihm finden tue, dass er so viel machen tut, der Raab. Ne? Der hat ja jetzt nicht nur Schlag den Raab, sondern der hat ja die Wok-WM und dann das Autoscooter-Rennen und wie das da heißen tut. Und. Es ist schon grenzgenial, also, ja. Ne? Der Pogan macht da... Ja, also der macht extrem viel, ne? Vor allem der macht, wenn man das überlegt, mit dem Wok eine Bobbahn runterfahren, ja? Auf so eine Idee muss man erstmal kommen und das dann auch noch dazu zu bringen, dass sich die Leute anschauen und das geil finden, also... Aber weißt du, wie der Raab auf das gekommen ist? Ne? Du kennst doch, da gibt's doch zum Kaufen so ein Plastik-Dings ist das, da wo du dich drauf sitzt und dann runterfährst den Berg, ne? Diese Rodeldinger, da. Und er hat das eigentlich wirklich tatsächlich einmal ausprobiert mit einem Wok und ist einfach so einer Rodelpistel runter und hat sich gedacht, hörst, das wäre doch was, ne? Und so ist er drauf gekommen. Ganz witzig, also, oder? Ja, klar. Ja, sicher. Ich sag mal, wenn du wirklich auf neue Ideen kommen willst, wenn du wirklich kreativ sein willst und nicht irgendwas, was schon mal tausendmal gemacht worden ist, einfach nur in anderem Gewand, anderer Farbe nachmachen willst, dann musst du halt solche verrückten Sachen einfach mal ausprobieren. Na, vor allem, wenn du nehmen tust, ja, also das Plastik, wo du da drauf sitzen musst und runterfährst, ja, das kostet, glaube ich, 35 oder 40 Euro sogar, ja. Mhm. Aber wie ich noch ein Kind war, ja, haben wir bei euch heißt das Tüte, ja, haben wir genommen, ja, haben sie da drauf gesetzt und sind runtergerutscht. Genau. Und haben, die Tüte hat gekostet, weiß ich nicht. Bringst du das jetzt zum Hof oder verkaufst du? Ich bringe das jetzt zum Hof. Und für das komische andere Plastikklumper da zahlst du gleich mal 35 Euro oder was, ne? Also das ist schon, ne? Ja. Gewusst wie man Geld macht. So. Naja, eigentlich, wir haben da jetzt, ja. Haben wir jetzt eigentlich Geld auf dem Konto? Weil ich habe wiederum vergessen. Noch 7200 minus immer noch. Der Top hat auch, glaube ich, noch nicht weggefahren, oder? Ja, ich bin ja auch noch nicht voll. Und, habe ich schon mal erzählt, dass wir größere Drescher brauchen? Das wäre eine Idee. Ja, hatten wir ja irgendwie bei der nächsten großen Nachfrage vor, ne? So, ja, der Werbung.
glaube ich, wenn wir da den Weizen verkaufen oder Körnermais, wird sich ja nachher Drescher nicht ausgehen. Ja, vielleicht in New Holland da mit die 5,5 Meter Schnittbreite. Ja, aber wenn wir die beiden der klein verkaufen und dafür einen großen nehmen, aber naja. Oi. Das wird sich ja nicht ganz ausgedockt. Der kostet also. Ja, ich habe keine Ahnung, was kostet der wo wir den Schneidwerksanhänger brauchen. Ich glaube, der kostet ja 200.000 oder was mit dem Schneidwerk, ne? Einen großen Case? Also nicht den ganz großen, sondern den... Ja, ich weiß, welchen du meinst. Einen kleiner. Den 235 kostet der. 235.000 ja. Der Case. Mit dem Schnittwerk sind wir bei 260 circa. 54 das Schneidwerk. Na, bravo. Ja, und also 13,2 der Schneidwerkswagen. Das werden wir, glaube ich, nicht zusammenbringen. Husch, ja. Weg da! Kusch! Was? Ja, ich mach gar nichts. Schatz, Leute, die streiten jetzt, wer mich abdanken darf. Ist das nicht schön? Gar nichts. Topper, ich hab mir das schon gedacht. Ist das nicht schön? Manchmal kann auch ich ein kleines bisschen mitdenken. Außerdem hab ich jetzt Bock, hier so in der Gegend rumzustehen, mir den Sonnenuntergang anzugucken. Beweg keinen Arsch zu mir. Und nein? Doch. Nein. Doch. Nein. Dann petz ich Plüsch. Ja, kannst du machen, ja, mir auch scheißegal. Plüsch hat sowieso nichts zu sagen. Der hat sowieso nichts zu sagen. Da war's gerade auf Falschen. Ja, das kannst du auch meinetwegen im Deadlift sein. Der Topper muss voll werden mit seinem nein, Anhänger da. Der Plüsch, der macht dich fertig mit seinem Schweizer Akzent. Nee, der wird mich auf alle Fälle, wird mich vielleicht dann mit dem Schießgewehr jagen oder sowas. Nee, ich glaube eher, dass der Plüsch mit dir immer in die Sauna geht. Und dann kannst du beides Schweizerdeutsch reden. Ja. Nein, das sieht aber so richtig romantisch aus hier, so dieser Sonnenuntergang mit den Wolken, hier so rötlich, so, ne, ja. So. Wo ist die Romana? Ja. Hast du jetzt was gesagt von einer Romana? Romantisch, habe ich gesagt. Boah, okay, ihr solltet wirklich mich einmal am Kopf stellen, dass der Dreck rausgeht. Ja, das solltest du vielleicht. Aber meine Mama hat immer gesagt, wenn der Himmel so eine Farbe hat, dann backen die Engel im Himmel Kekse. Mist. Ja. Stopp. Alles stoppen. Ja. Muss ich schauen. Aussteigen. Hallo, könntet ihr vielleicht eventuell weiterarbeiten? Wir haben kein Geld und keine Zeit. Also ich muss ehrlich sagen, wenn der Himmel so aussteigen tut. Die faulen Säcke, ne, Topper? So ein bisschen, ne? Wir sind hier Landwirtschaftssimulator. Da muss ja auch so ein bisschen ländliche Romantik mal sein, ne? Also so wie der Himmel jetzt momentan ausschauen tut, hätte es eher ausschauen, wenn die Welt untergehen wird. Nee. Da hat meine Mama immer gesagt, dann backen die Engel im Himmel Kekse. Dann ist das ist so, okay. Dass. Ja, dieses bräunlich-rote. Dann lassen sie aber die Kekse gerade anbrennen, so wie das aussieht. Naja, dann guckst du in die falsche Richtung. Aber das hat deine Mama schön gesagt, Doc. Ja. Ja. Schöne aber, Grüße an deiner Mama. Sollte sie ein Video mal sehen von uns. Na, ich glaube ja nicht. Na, dann lass sie so schön grüßen, unbekannterweise. Ja. Das hat sie lieb gesagt. Werde ich nicht ausrichten. Gut. Werde ich ausrichten. Klar, das ist lieb von dir. Natürlich werde ich das ausrichten. Ich kenne das. Wir haben ja letzte Folge war das letzte Folge? Die Omas und die Opas gegrüßt. Jetzt sind mal die Mamas und die Papas dran. Ja, wir grüßen mal herzlich von uns die lieben Muttis und Papis und setze zu streng zu euren Kinder. Genau. Ja gut, außer zum Doktor könnte ruhig ein bisschen strenger sein, der. Oh, noch strenger, ich krieg doch schon jeden Tag dreimal Schläge. Ja, ich fahr eh schon weg, ich kenne dich ja schon. Ja. So, was haben wir denn? Ja, da fahre ich gleich um. Was wollt ihr jetzt eigentlich sagen? Der Papa, der bringt. Stehen, ja, wir wollen erstmal die Mamas und die Papas, ne? Also, wie gesagt, liebe Mamas und liebe Papas, behandelt eure Eltern mit eure Kinder mit Respekt. Ich bin Lea, was willst du von mir? Ach so, kann ich doch nicht wissen, dass du hier bist. Ich kann den Anhänger reinspucken, wenn du möchtest, aber das wird er, glaube ich, nicht voll machen. Achso, bist du immer noch nicht voll? Weil steht hier hinten noch am Feldrand was, also... Ja, das habe ich aufgehoben und das bleibt auch stehen, bitte. Okay. Das ist für Nachbarn in Not. Achso, okay. Spenden. Für Brot für den Weltuntergang oder so ähnlich. Genau. Siehst du? Engel. Ja. Der Doc versteht mich, wie immer. Genau, damit die Engel wieder Kekse backen können. Ja. Ja. Damit deine Mutter sich wieder freuen kann. Genau. Jo. Ja, ne? Dann ist das mal so. Ah, eine Frage habe ich, bevor wir diesen Part beenden. Und zwar, wir haben ja jetzt, was haben wir denn heute für ein Datum? 17. Jänner, glaube ich, wo wir da aufnehmen. Ist das richtig? Ja. 17. Jänner. Weihnachten ist ja jetzt da mittlerweile schon ein bisschen her, ne? Jo, deutlich.
Seid einmal ehrlich, wie viele Kilo habt ihr eigentlich über die Weihnachtszeit zugenommen? Das würde mich zum Beispiel einmal von unseren Zuschauern interessieren, wenn sie das einmal uns in die Kommentare schreibt. Ja. Ich muss ehrlich zugeben, ich habe 3 Kilo zugenommen. So ehrlich bin ich einfach jetzt einmal, weil meine Frau einfach zu leckere Kekse gebacken hat. Und juhu, wir sind 200 Euro im Plus. Was hast du jetzt gemacht? Hast du deine Unterhosen verkauft, oder was? Hey, dann werden wir noch weiter im Minus. Tja, also ich kann es ehrlich gesagt nicht sagen, wie viel ich zugenommen habe, weil es gibt mittlerweile keine Waage mehr bei mir im Haushalt, die mein Gewicht noch anzeigt. Oh, das glaube ich nicht, Doc. Ich habe auch nichts zugenommen. Weil so. Wirklich nicht? Ich habe halt nur so eine Backwaage halt, so, wo du halt Mehl mit abwiegst. Ansonsten, ich habe keine Waage, wo ich mich drauf stellen kann und sowas. Ach so, ah, okay. Und wie war es bei dir, Doppel? Hast du zugenommen? Ja, leider. Manni? Bitte? Du trashst du nichts. Was? Ja, der trasht hier. Irgendwie steht hier noch eine Bahn. Ja, aber mein Schnee war gesunken. Hä? Und ich bin noch nicht voll? Was ist denn das für ein Scheiß? Was? Ja. Weizen. Was? Wie Weizen? Was? Wie Weizen? Wieso ist der Weizen? Ja, weil ich Weizen angesät habe an der Stelle. Ach nee. Ganz kurz, ein kleines Stückchen ist das nur. Nee, echt jetzt? Das ist nur ein ganz kleines Stück, das geht nur bis da hinten zu dem Baum. Da geht dann richtig Gerste los. Ach nee, echt? Hier geht Gerste los. Oh. So, ja, aber ich würde sagen, mit dem kleinen Ding jetzt zum Abschluss. So, ich werde es jetzt nämlich ganz groß in meine Aufnahme bringen. Detlef, wenn du das siehst, nicht? Du weißt, wer das war, ne? Das ist für die Engel, die Kekse backen wollen, damit sie wieder genug Mehl mahlen können vorher. Genau. Das ist nämlich wichtig für die Engel im Himmel und Kekse backen und so. Genau. Top. Bis dann und tschüss. Ciao, ciao. Tschüss.